Hallo meine Lieben, bevor es mit einer neuen Vespa GTS auf die Straße geht, hier noch ein paar Punkte zum Fahrzeug und zu der Bedienung. Beginnen würde ich gerne mit den Schlüsseln. Zu jeder neuen GTS gibt es zwei Schlüssel, eine Fernbedienung und eine Codekarte. Der wichtigste Schlüssel ist der sogenannte Master Key, das ist der braune Schlüssel. Auf den bitte mit der Codekarte gut aufpassen. Den braucht ein Händler, wenn du einen Ersatzschlüssel haben möchtest oder du deinen Schlüssel verloren hast und einen Ersatzschlüssel brauchst. Als nächstes würde ich dir gleich das Zündschloss erklären. Hier beginnen wir mit dem Lenker ganz nach links einschlagen, den Schlüssel im Zündschloss ganz nach links drehen, ist dein Fahrzeug abgesperrt. Lenkradsperre, genauso wie Handschuhfach und Sitzbank lassen sich nicht öffnen. Wenn du den Schlüssel eine Position zurückdrehst nach rechts, ist die Lenkung offen, allerdings Handschuhfach und Sitzbank sind noch immer versperrt. Diese gehen jetzt in der nächsten Position auf. Eine vor der Zündung hast du noch eine Stellung, wo du dann über das Schloss durch Draufdrücken vorne das Handschuhfach öffnen kannst oder über die Taste nachher die Sitzbank entriegeln kannst. Im Handschuhfach drinnen findest du die wichtigsten Sicherungen, eine USB-Bordnetzsteckdose und die Sitzbank-Notentriegelung. Wenn mal die Batterie leer sein sollte, dass du deine Sitzbank auch noch mechanisch öffnen kannst und zu deinen Sachen unter der Sitzbank kommst. Die nächste Position wäre dann schon die Zündung. Da beginnt bei der SuperTech das TFT-Display an zu leuchten. Mit dem Cursor kannst du im Menü herumswitchen, gewisse Fahrzeugparameter abrufen und unter dem Punkt Settings dich mit deinem Mobiltelefon per Bluetooth verbinden und dann die volle Funktion von dem Tacho nutzen. Alle anderen GTS-Modelle verfügen über einen analogen Tacho, wo man die Geschwindigkeit analog abliest. Darunter ist ein kleiner LCD-Display, wo die Tankanzeige angezeigt wird, aktueller Kilometerstand, Uhrzeit, den Tageskilometerzähler Trip A und Trip B gibt es, welchen man über die Mode-Taste verstellt bzw. auf Null resettet, ASR und ABS blinkt natürlich auch wieder auf. Auch die ASR-Taste ist hier wieder zum Deaktivieren vom ASR. Und wenn ihr die Zündung komplett abdreht, haben alle GTS-Modelle eine Kontrolllampe, die die Wegfahrsperre anzeigt. Diese geht nach 3 Tagen in den Ruhemodus, damit die Batterie vom Fahrzeug nicht leergesaugt wird. Zusätzlich zu der elektronischen Sitzbank-Entriegelung gibt es auch den sogenannten Bike Finder, wo man alle 4 Blinker gleichzeitig aufleuchten lassen kann, um sein Fahrzeug leichter zu finden. Bei der Zündung ist natürlich auch schon die Möglichkeit zu starten. Wenn man einen der beiden Bremshebeln betätigt und den Startknopf drückt, springt das Fahrzeug innerhalb von ein paar Sekunden an. Zu den Lämpchen. Einige Lämpchen leuchten am Display auf, sobald man die Zündung aufdreht. Das ist einmal die Motorkontrollleuchte und die Öldruckkontrollleuchte. Bei den GTS-Modellen auch das ABS und das ASR. Motorölkontrollleuchte und die Motormanagement-Kontrollleuchte sollten relativ bald nach dem Starten ausgehen. Wenn das nicht der Fall ist, bitte abstellen und Fahrzeug stehen lassen und in die Werkstatt bringen. Die ABS- und ASR-Lampe gehen erst nach ein paar Metern Fahrt aus. Erst dann ist ABS auf beiden Rädern aktiv, ASR natürlich nur am Hinterrad. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, das ASR separat zu deaktivieren. Viele Leute fragen, warum soll es überhaupt deaktivieren? Es kann passieren, wenn du mit einer Vespa Kopfsteinpflaster fährst, dass das Hinterrad abhebt und dadurch das ASR regelt und kein Vortrieb mehr da ist. Dann bitte einfach die Taste so lange gedrückt halten, bis das ASR steht, dich anschaut und anleuchtet, dann ist es deaktiviert und dann ist auch der Vortrieb wieder da. Wenn du das ASR wieder aktivieren möchtest, bitte einfach nur einmal die Zündung ab und wieder andrehen, dann ist auch ASR wieder ganz normal aktiv. Des Weiteren haben wir auf der linken Seite den Fernlichtschalter, darunter den Blinker, zum Ausschalten in der Mittelstellung draufdrücken und ganz darunter die Hupe.
Rechts unter dem ASR-Schalter befindet sich der sogenannte Notausschalter. Da bitte immer darauf achten, dass er in der richtigen Position ist, sonst springt ihr dein Fahrzeug nicht an. Die 125er hat keinen Notausschalter und auch keinen ASR-Knopf. Bei der 125 ist es so, dass die einen Start-Stopp-Schalter hat. Das heißt, dein Roller geht an der Ampel aus, sobald er Betriebstemperatur hat. Und wenn du Gas gibst, springt er wieder an. Wenn du das nicht möchtest, ist es mit dem Kippschalter auch fix deaktiviert. Und der letzte Schalter ist dann der Start-Taster rechts darunter. Deine Vespa unbedingt ein bisschen einfahren, die ersten 100 Kilometer auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger fahren, Reifen und Bremsen einfahren und auch vom Motor noch nicht Vollgas geben, bitte vielleicht nur 80% der Leistung beanspruchen, um dein Fahrzeug einmal ein bisschen einzufahren und ein bisschen kennenzulernen. Das erste Service dann bitte nach 1000 Kilometer machen, da aber auch bitte nicht auf die 1000 Kilometer warten, sondern rechtzeitig einen Termin ausmachen. Man kann natürlich das Service ein bisschen vorher, auch ein bisschen nachher machen, aber es sollten auf jeden Fall nicht über 1200, 1300 Kilometer am Fahrzeug drauf sein. Die weiteren Service wären dann bei 5000, 10.000, 15.000 oder einmal im Jahr für die Leute, die weniger fahren. Die Sitzbank bekommt man eine Stellung vor der Zündung elektronisch über den Taster auf oder über die mitgelieferte Fernbedienung. Dafür links oben die Taste mindestens 3 Sekunden gedrückt halten, dann entriegelt sich die Sitzbank elektronisch. Jede GTS hat eine Plastikwanne, ein Helmfach, wo bis zu 2 Jethelme Platz haben. Diese Wanne ist aus dem Fahrzeug herausnehmbar. Darunter befindet sich im Fahrzeug selber eingestanzt die Fahrgestellnummer. Die bitte vor Anmeldung vom Fahrzeug mit den Fahrzeugpapieren überprüfen, ob auch Nummern übereinstimmen. Des Weiteren ist hinten gleich der Tankdeckel mit einem Schraubverschluss. Da ist es so, bei der 125er gehen 7 Liter Benzin rein, die 300er hat 8 Liter Tankvolumen. Von 95 bis 100 Oktan kann man alles tanken, nur keinen Diesel bitte. Aufpassen bei der Vespa GTS, wie gesagt, der Notausschalter, wenn der in der falschen Position ist, springt deine Vespa nicht an, allerdings leuchtet der Tacho ganz normal und auch beim Seitenständer ist es so. Alle neuen Modelle haben einen Seitenständer, der fix heraus bleibt mit einem Zündunterbrecher und somit lässt sich deine Vespa, wenn der Seitenständer heraus ist, nicht starten. Für den Beifahrerbetrieb hast du die Möglichkeit, im Heck die Fußrasten links und rechts für deinen Beifahrer auszuklappen und festhalten kann er sich hinten am Haltebügel. Eine andere Variante, um das Fahrzeug abzustellen, ist der Mittelständer. Wie das am einfachsten geht, werde ich euch am besten zeigen, weil es ist gar kein großartiger Kraftaufwand dafür notwendig. Den Mittelständer runterdrücken, das Knie nach hinten drehen, belasten und am Griff anbinden. Ja, das war's nun von meiner Seite von der Vespa. Wenn es noch weitere Fragen gibt, bitte einfach im Fahrerhandbuch nachschauen oder den Händler kontaktieren. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Fahrzeug und gute Fahrt.